Herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Itch.io. In Let's Itch.io schauen wir uns zusammen Spiele an, die auf der Seite Itch.io kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Für die, die die Seite nicht kennen, auf Itch.io können Indie-Entwickler ihre Spiele kostenlos oder gegen Geld anbieten. Heute spielen wir Where is my Hammer? Destroy Everything. Zu Deutsch, wo ist mein Hammer? Zerstöre alles. In dem Spiel spielt man eine unbekannte Person mit einem Hammer und kann seine ganze Umgebung zerstören. Also schauen wir doch mal ins Spiel. So, da sind wir auch schon im Spiel. Und jetzt können wir wild Dinge zerschlagen anscheinend. Mit Rechtsklick laden wir unseren Hammer auf und mit Linksklick schlagen wir. Mittlere Maustaste. Mit der Maustaste können wir den Hammer senkrecht oder halt waagerecht halten, wie wir lustig sind. Und jetzt können wir hier diverse Dinge zerstören. Musik gibt's keine. Es gibt bloß diese komischen Sounds. Alles klar. Okay. Deshalb füge ich einfach Musik in den Hintergrund ein. Und dann hauen wir mal los. Eieiei. Vollbildmodus gibt es übrigens nicht bei dem Spiel. Deswegen spiele ich auch im Fenstermodus. Ich habe es aber für euch angepasst, dass es bei euch Vollbild ist. Ich hoffe, die Qualität passt. Eieiei. Wahrscheinlich bleibt es in der Luft stehen, das Auto. Mann! Geh kaputt! Ist also quasi ein Spiel, in dem man seine Aggressionen auslassen kann. Geht es nicht kaputt? Willst du mich verarschen? Hä? Ist einfach... Aha! Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht unkaputtbar sein hier. Dieses lächerliche Auto. Eieiei. Ah! Geh! Kaputt! Du elendiges Auto! Verreck! Ah! Ah! Ich treff's nicht. Was ist das? Alles klar. Wow, Hammer! Hammer! Ich glaube, wir können auch den Boden zerschlagen. Ja, wir können auch den Boden zerschlagen, wie sich's gehört. Einfach mal in den Boden reinschlagen vor Wut. Mache ich zu Hause auch immer. Sonst können wir nur springen. Ich renne. Wir können gar nichts machen. Bloß schlagen. Und unsere Aggressionen rauslassen. An diesem schönen Spiel. Beziehungsweise in diesem schönen Spiel. Was auch minimal buggy ist. Ah! Fenster! Verreck! Wow. Steht ja auch hier. Left Mouse to Slam, das ist das hier. Wo ich so, ja, leicht auf was einschlag, sage ich mal. So. Mit Rechtsklick chargen wir. So, dann wird es rot und dann machen wir halt einen Schaden und reißen wir Zeug um. Und mit der linken Maustaste schalten wir zwischen den verschiedenen Modi um. Ja. Das Spiel ist richtig unnötig eigentlich, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Sinn des Spiels ist einfach nicht vorhanden. Wow. Huiuiuiui. Fall! Verreck! Dann wollen wir doch mal alles hier abreißen. Und dann. War's das eigentlich? Wenn wir es abgerissen haben, sind wir fertig mit dem Spiel. Es gibt auch kein Hauptmenü oder so. Ich kann Escape drücken, ich kann alles drücken. Man wird direkt ins Spiel reingeschmissen. Lol. Und muss auf Sachen einschlagen. Wow, ich falle. Okay, wenn man runterfällt. Gott, ich bin durch die Decke geglitscht. Alles klar. Wenn man runterfällt, scheint man einfach wieder spawnen. Raus! Lass mich raus! Warum mache ich jetzt nichts kaputt, ne? Hallo? Spiel? Verarscht er mich? Das Fadenkreuz ist auch sehr sinnvoll, wenn der Hammer im Endeffekt ganz woanders hinschlägt. Muss ich ja mal sagen. Rein!
Rein! So, weg hier mit dem Bett. Das war sowieso unbequem. Fall auseinander. Ah! Oh, schon wieder kein Boden. Der Mülleimer. Ist auch scheiße. Ich treffe ihn nicht mal. Oh. Alles klar. Nee, das ist jetzt wieder dasselbe aus, oder? Ja. In dem diese komischen Figuren stehen, die wir kaputt klopfen können. Weil wir so aggressiv sind und nicht mehr auf unser Leben klarkommen. Wow. Das war phänomenal. Und der Hammer hängt wieder am Boden. Hör auf, Hammer! Geh raus! Jetzt hängt irgendwas in meinem Gesicht. Alles klar. Ich habe einfach alles gekloppt. Also, die Steuerung ist ziemlich friemelig. Und das Spiel ist auch jetzt nicht sonderlich spannend. Ich reiß jetzt hier einfach alles weg. Weg mit ihr! Aus! Verreck! Vasen! Regale! Alles wegknüppeln hier! Wir bringen das Haus schon noch zum Fall. Alles klar. So geht's viel schneller. Sogar das Bett! Was hat der denn für eine harte Bettdecke gehabt, bitte? Wie kann denn in so einem Bett schlafen? Hallo? Verreck, du Haus! Uiuiui. Seht ihr es, wie ich es fantastisch einreiß? Das ist ja der helle Wahnsinn. Uiuiui. Aus! Mann! Pam! Weg mit dir! Weg! Oh, jetzt aber! Jetzt wird hier aufgeräumt. Ich habe das Gefühl, wenn ich so hin und her wackel, dann funktioniert das besser, auch wenn es ziemlich dumm aussieht. Aber es funktioniert besser. Jetzt reißen wir noch die Säulen hier ab. Säule! Was? Hallo Säule? Okay, die Säule will nicht kaputt gehen. Alles klar, Säule kann halt nicht. Ist auch in Ordnung. Nicht jeder will kaputt gehen, wa? Als ob man die Säule nicht zerstören kann, was ist das denn für ein Spiel? Eieieiei. Treppe. Jetzt ist das Spiel gecrashed. Und es fasst so ziemlich die Qualität des Spiels zusammen. Ich kann euch das Spiel nicht sonderlich empfehlen, aber falls ihr trotzdem mal spielen wollt, ich lasse euch den Link zum Spiel unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von itch.io Games. Ciao.